Hallo zusammen, hier bin ich wieder mit nassen Haaren, sorry, ihr kennt es ja bereits, war ja schon im letzten Video so. Ich werde heute einen Look für euch schminken, meine Base habe ich gerade, weil ich noch eine Foundation Review gedreht habe über diese Bare Minerals Bare Pro Foundation. Und ich denke, ich zoome euch gleich ran, damit wir die Augen gemeinsam machen können. Und ja. So, ich weiß wieder mal nicht, was wir schminken. Ich weiß nur, dass ich die Jaclyn Hill Palette von Morphe verwenden werde. Und ich glaube, ich nehme dazu was Blaues. Mir gefallen hier die blauen Töne in der Palette. Ich glaube, ich muss euch die Palette überhaupt nicht mehr zeigen, oder? Ihr kennt sie bestimmt alle schon. Ja, ich starte gleich mit dieser Transition-Farbe und werde die einfach mal in meine Lidfalte auftragen. Als nächstes nehme ich diesen matten, dunkelgrünen Ton hier und werde damit einfach im äußeren Augenwinkel abdunkeln. Diese Palette ist so krass gut pigmentiert. Die lässt sich so schön verblenden. Also wenn man den Preis betrachtet, kann man echt nicht sagen, wenn man hier wie viel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 Töne bekommt in einer Palette für, weiß jetzt nicht mehr auswendig wie viel, auf jeden Fall überhaupt nicht viel. Einige haben ja sogar ein bisschen gegen Jaclyn, also wie soll ich sagen, haben einfach ein bisschen gehatet, was der hohe Preis soll, weil die Palette ist ein bisschen teurer als die normalen Morphe-Paletten. Ich kann aber wirklich überhaupt nicht motzen, weil diese Palette ist krass gut. Leute, denkt immer daran, startet immer mit wenig Farbe. Gerade bei den matten Tönen könnt ihr so sonst so einen riesen Patch von einer Farbe drauf haben. Was total schade wäre, nehmt ihr mal ein wenig, klopft es ab und verblendet es und dann könnt ihr immer wieder aufbauen und immer mehr nehmen. Also ja. So, und nun nehme ich diesen blauen Ton. Diesen hier, den habe ich noch gar nie verwendet. Jetzt voll gespannt, aber so viel ich weiß, sind alle Töne in der Palette sehr gut. Also alle, die ich bis jetzt getestet habe, waren das auf jeden Fall. Das ist ein richtig krasses Royal Blau. Ist so schön. Ich nehme jetzt was vom türkisen Ton und zwar dem hier unten und so mit dem gleichen Pinsel und werde das in den inneren Teil des Auges auftragen. Unten werde ich jetzt auch diesen grünlichen matten Ton auftragen, vor allem im äußeren Teil. Unten werde ich in die Mitte diesen royalblauen Ton auftragen.
Nun nehme ich diesen Pixie Endless Silky Eye Pen und werde den oben und unten auftragen in die Wasserlinie. Ich hasse es heute noch, den Kajal auf der Wasserlinie aufzutragen. Oh mein Gott. Ich verblende das Ganze noch ein bisschen mit dem Royal Blauen Ton aus der Morphe Palette. So, und nun werde ich diesen NYX Glitter Primer nehmen. Das ist ziemlich der beste Glitter Primer auf der Welt. Und werde ein bisschen was davon hier in der Mitte auftupfen. Und danach nehme ich einen anderen Pinsel. Nehme hier so einen random, ich muss jetzt das Auge ein bisschen zuhalten, so einen random Glitzer. Und werde das jetzt einfach darüber tupfen. Ich mache das jetzt so lange, bis ich die perfekte Menge an Glitzer habe. Mir ist jetzt gerade ein rosa Glitzerteil reingerutscht, aber das macht nichts. Das macht das Ganze nämlich gleich noch ein bisschen künstlerischer und schöner und unperfekt. Ich werde das Ganze jetzt mit der Mascara von MAC, und zwar in Extreme Dimension Lash in der Farbe Sweaty Betty toppen. Das ist so ein türkiser Ton. Unten werde ich gar keine Mascara auftragen, einfach damit der blaue Glitzer unten noch ein bisschen mehr zur Geltung kommt. So, und für die Lippen werde ich diesen L'Oreal Infallible Lip Liner in der Farbe Nudist verwenden. So, nun nehme ich diesen Too Faced Melted Matte Liquid Lipstick, Liquified Matte Longwear Lipstick in der Farbe Child Star. Ich tupfe mir gerade noch etwas von diesem Pixie Subtle Sunrise Highlighter auf den inneren Augenwinkel, weil da fehlt mir noch ein bisschen ein Highlight. So, und jetzt, wo der Lippenstift trocken ist, nehme ich noch meinen Smashbox Liquid Metal, Be Legendary Liquid Metal Lippenstift in der Farbe Petal Metal. Einer der schönsten Lippenstifte ever. So, und das ist der fertige Look.
Meine Haare sind immer noch nass, aber das ist ja egal. Ich hoffe, der Look gefällt euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.